ICE 1706 Berlin, Gesundbrunnen, es ist 8:22 Uhr. Fahren Sie diesen ICE ohne Zwischenhalt Richtung Westen bis Augsburg Hauptbahnhof. Fahren werden wir die Baureihe 403 von der Deutschen Bahn auf der Strecke München-Augsburg. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Szenario aus dem Themenbereich geführtes Eisenbahnerlebnis. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Trains in World 3, der Danny spielt das. Ich würde sagen, wir. Dann lässt es mal den Richtungswender nach vorne, öffnen natürlich Türen, machen die Führerstandsbeleuchtung ein, die Spitzensignale auf normal, dann machen wir diese lösen, genau, machen die AFB ein, und zwar war das so. Die stellen wir dann auf 40. Upsa, das war ein zu viel. So. Da müssen wir natürlich noch Zugsicherungssysteme einstellen. Shift, Enter und Steuerung, Enter. So, das hätten wir soweit. Das hätten wir auch erledigt. Dann sind wir eigentlich abfahrbereit, glaube ich, soweit. Ja. Müssen wir kurz draußen noch umsehen. Ich denke, nur ein wenig Wartezeit hier am Münchner Hauptbahnhof. ICE-Treff hier. Dazwischen eine Quitschi. Aber ansonsten ist der ICE hier weit mehr oder häufiger vertreten. Ansonsten ist hier noch nicht viel los am frühen Morgen. Kann ich nicht. Dann haben wir Türen für Riegelzeit. So, dann können wir loslegen, würde ich sagen. Wunderschön, wunderschön. Der sich so über die durch die Weichen schlängelt, einfach nur traumhaft. Und da bahnt er sich den Weg durch den Münchner Vorplatz bzw. durch den Münchner Hauptbahnhof. Sie Ein wunderschönes Bild, kann man nicht anders sagen. Schaut euch das an. Ein Traum. Da geht's dahin. Auf dem Weg nach Augsburg. So, und dann dürfen wir auch gleich 130. Beziehungsweise das dürfen wir eigentlich schon. Kann sich nur noch um Sekunden handeln. Und bitte.
Dann werden wir mit Sicherheit gleich auch in die EZB aufgenommen. Übrigens, ich hatte einen Userwunsch, und zwar, dass ich in Aachen Hauptbahnhof mal schaue, ob es da weitergeht in andere Richtungen. Hab das versucht, allerdings ohne Erfolg, weil nämlich, ja, da ist auch keine Karte mehr vorhanden dann, logischerweise. Und es geht dann auch an einem bestimmten Stellen nicht mehr weiter, auch zu Fuß nicht. Und ich habe da nicht mal allzu viel Sinn darin gesehen, da noch irgendwie groß weiterzumachen, weil ich auch gar nicht weiß, wohin, weil ohne Karte hat man da leider überhaupt keinen Überblick, wohin man da überhaupt läuft. Wenn ihr Ideen habt, wie ich irgendwo anders noch hinkomme, was nicht offiziell auf der Karte ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr da Wünsche habt, ich probiere es gerne aus, gebt mir Tipps, auf welchen Strecken ich noch schauen soll. Ich setze das gerne um. Also wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr da irgendwie noch Ideen habt, auf welchen Strecken ich mich noch weiter umsehen soll. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ein wunderschönes Bild. So, dann sind wir auch gleich 140. Während da hinten noch eine Quietschi einfährt. Wunderschön. Wunderschön. Hundertsechzig. Auch ein sehr schöner Regionalexpress. Vor allem die IC-Lok vorne. Traumhaft. So. Schauen wir mal, was hier so los ist.
scheinen hier nicht viele Passagiere anwesend zu sein, wenn man das mal so schaut hier. Also, nö, die erste Klasse ist frei. Gut, das ist die zweite Klasse, aber trotzdem ist hier nicht viel los. Das muss man mal ganz einfach so sagen, ne? So, sind wir mittlerweile auch in der LZB. Ich weiß, wir können die AFB vollkommen aufschalten. Das auch, so. ICE 1706. Wunderbar. Ist doch auch mal schön, so als Passagier, oder? So, nehmen wir mal wieder am Führerstand Platz. So, was zeigt die LZB da an? Erstmal SIFA. 200. Ja, gut, das stimmt ja auch soweit noch. Aber nicht mehr lange. Weil ihr seht es oben rechts angezeigt. 200 Kilometer gibt es 230. Macht Sinn auf der Schnellfahrstrecke. So, damit hätten wir die dann auch die 230 erreicht, beziehungsweise die Erlaubnis dazu. Fahr. Also wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt zu verrückten Szenarien, irgendwelchen Dingen, die vielleicht nicht so ganz offiziell sind bei TSW. Haut sie raus, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin zu allem bereit. Seid kreativ. Und noch was in eigener Sache. Ich nähere mich ja so ganz, ganz langsam der 100. Folge von TSW3 hier auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, wenn ihr einen Wunsch habt zur 100. Folge, wie die 100. Folge aussehen soll, macht euch Gedanken, seid kreativ, schreibt es in die Kommentare, schreibt es mir in die Community. Ich werde dann noch einen Beitrag posten, wo ihr dann, wo drunter ihr dann eure Vorschläge posten könnt. Die drei kreativsten suche ich mir raus und unter den dreien verlose ich dann. Beziehungsweise suche ich mir dann die beste raus, den besten Vorschlag raus. Also die 100. Folge wird dann eine Folge von euch, die ihr euch gewünscht habt. Also macht euch Gedanken. Wir sind mittlerweile, glaube ich, jetzt bei der 87. Folge. In etwa kommt jede Woche eine Folge bis zwei Folgen raus. Ihr könnt euch dann selber ausrechnen, wann wir die 100. Folge erreichen werden. Also seid schnell, lasst euch was einfallen, seid kreativ. Die 100. Folge gehört euch. Alle Infos gibt es dann noch in einem Beitrag auf der Community. Ja, die 100. Folge von TSW3 gehört ganz allein euch.
So, mit 230 ist die Strecke hier natürlich gar nichts. Das seht ihr selber. Und 56 Kilometer sind wir mittlerweile auf 24 runter. Und wie gesagt, dieses Szenario stammt aus dem Bereich geführtes Eisenbahnerlebnis. Falls ihr das Szenario suchen solltet. Wir nähern uns mit Riesenschritten Augsburg. Aber natürlich. So, was haben wir da? 150. Haben wir auch nur noch 15 Kilometer. Aber noch ist keine Geschwindigkeitsbeschränkung angesagt. Wir sollen in 10 Minuten in Augsburg sein. Das sollten wir schaffen, wenn nichts dazwischen kommt. Das ist fast die gleiche Rennstrecke wie Kassel-Würzburg. Nur dass hier die Tunnel fehlen. Hier kann man auch einfach die Hebel auf den Tisch legen und ab und zu auf den Sieferknopf drücken. Das war's dann. Also eine richtig schöne, chillige Strecke, muss man wirklich sagen. Viel zu tun gibt's hier nicht. Ja. Wie gesagt, weiterhin nichts zu sehen von einer Geschwindigkeitsbeschränkung, die uns die EZB da angezeigt hat und immer noch anzeigt. Aber die wird kommen, da seid sicher. Wer sagt's denn? Da fangen wir an zu bremsen.
Die 150 sind angesagt. So, dann wird mit Sicherheit, entweder werden wir mit LZB einfahren oder die wird gleich enden. Was sagt ihr? Wenn sie endet, kommt Stress. Wenn nicht, haben wir ein schönes Einfahren. Noch endet sie nicht. 90? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das endet hier. Quietschi hat Ausfahrt. Es ist Ende. Wusste es. Jetzt ist natürlich ganz schnelles Handeln hier gefragt. Also haben wir doch kein chilliges Einfahren. Leistung eigentlich auch schon mal wegnehmen, ein bisschen mehr bremsen. Weil wir nämlich gleich da sind. Sifa. Natürlich. Und da fahren wir schön chillig in den Augsburger Bahnhof ein.
Eingriffe. So, das haben wir auch hinbekommen. Sind wir sogar relativ pünktlich. Hier in Augsburg. Ja, das würde ich sagen, Ziel erfüllt, Türen entriegeln. Türen geöffnet. Und dann endet das Ganze hier. Könnte ich mir vorstellen. Es sei denn, wir müssen den Zug noch in die Abstellung fahren. Das ist ja nicht unmöglich. Auf jeden Fall darf man hier nicht mehr einsteigen. Endet dieser Zug hier? Das WC. ICE 3 fahre ich ja immer noch am liebsten. Das ist wirklich mein Lieblings-ICE, muss ich wirklich sagen. So, was fällt hier ein? München, ICE 591, Dinkelscherben, ERB. Naja, ihr wisst's. So. Wir haben hier gleich Tür- und Schließvorgang. Berlin-Gesundbrunn fährt dieser Zug weiter. Aber nicht mehr mit uns. Denn unser Szenario endet an dieser Stelle. Wir erhalten Gold. Das ist sehr schön. Klettern ein Level weiter höher. Auf Level 38. Ich würde sagen, damit endet das Szenario hier. Und wir könnten jetzt mit Kapitel 2 fortfahren. ICE 1701 nach München. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass wir den Zug jetzt wahrscheinlich, einen anderen Zug jetzt von Augsburg nach München fahren. Das machen wir in einem anderen Video. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut, habt einen schönen Samstag, habt ein schönes Wochenende. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedenny Spieters. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.